Indien, ein Subkontinent in Bewegung, wirtschaftlich, gesellschaftlich und auch kulturell. Und mittendrin trägt das Goethe-Institut zur kulturellen Vielfalt bei. In Bangalore lädt das Institut deutsche Künstler für mehrere Wochen als Residenten ein. Maler, Musiker und Künstler anderer Genres arbeiten gemeinsam mit indischen Kollegen an neuen Werken. Inzwischen haben wir fast 20 Künstler pro Jahr in der Stadt, die dann mindestens einen Monat hier bleiben und immer auf Einladung eines lokalen Gastgebers hier sind. Und das ist irgendwie die Dynamik, die hier in Bangalore aufgetreten ist. Ich weiß nicht, ob die woanders auch so denkbar wäre, aber inzwischen kommen Partner zu mir und sagen, ich hätte gerne auch einen Resident für mich. Und die stellen den Unterkunft, die versorgen die, die bringen die auch in die richtige entsprechende Szene rein. Gemeinsam mit seiner rechten Hand Maureen Gonsalves hat Christoph Bertrams innerhalb weniger Jahre das Bangalore Residency Programm zu einer festen Größe in der Kulturszene der Millionenstadt in Südindien gemacht. Da es wenig staatliche Förderung gibt, bereichern die entsendeten Künstler das Angebot der Galerien und die Austausch befruchtet die Szene. Bangalore is very cosmopolitan, it's very eclectic. I think it has an alternative kind of culture where you have a lot of organizations that work with the alternative artists and people who work very differently, and it also has some kind of an institutional critique. Ortswechsel. Wir sind in Kochi im Südwesten Indiens. In der kleinen Hafenstadt findet eine Biennale statt, die von den Künstlern selbst organisiert wird. Auch hier gibt es Residenten, die vom Goethe-Institut Bangalore entsandt wurden und hier ihren eigenen Gallery Space haben. Einer der Residenten ist André Lützen, der intime Porträts vom Lebensraum der lokalen Bevölkerung erstellt hat. Zuerst wurde er mit Skepsis betrachtet. Aber es ist dann eigentlich so eine ganz große Neugierde auch da. Viele der Touristen, die hier sind, bewegen sich dann eigentlich nicht in solche Räume und Gegenden hinein, in denen ich mich bewegt habe. Und kommen natürlich eigentlich auch so dieser Lebensform hier nicht so nahe. Das Interesse an den Werken der Residenten im Pepper House ist groß. Ein ungewöhnlicher Rahmen für ungewöhnliche Kunst. Sabine Hornig stellt ihre Installation Silk vor. Porträts von Frauen, die in der Seidenindustrie arbeiten. Gedruckt auf Seide. Ich wollte einfach, dass dieses preziöse, glamouröse Material, das was halt auch immer so viel Desire, ne? Wünsche hervorruft und so. Also gerade in Indien gibt es ja diese riesigen Billboards mit Seide, also Statussymbol, dass das auch wirklich da drauf gedruckt ist. Für die Residenten war es Privileg und Herausforderung zugleich, für einige Wochen autark in einem völlig anderen Kulturkreis zu arbeiten. Die Infrastruktur wurde vom Goethe-Institut gestellt, doch es kommt auf Eigeninitiative an. Ich habe mich schon gut aufgehoben gefühlt und ich bin auch ganz froh, dass ich hier eigentlich ziemlich selbstständig arbeiten konnte. Die Aufgabe des Goethe-Instituts sehe ich natürlich darin, eigentlich in der Vermittlungstätigkeit. Eine besondere Kulturvermittlung gelang dem Goethe-Institut zusammen mit dem Heavy-Metal-Festival Wacken. Gemeinsam organisierte man 2014 das Metal Battle, ein Konzertwettbewerb, dessen Gewinner in Wacken auftreten durfte. Für die Band aus Indien ist das auf jeden Fall ein Ritterschlag. Wenn die zurückkommen, werden die hier gefeiert wie Nationalhelden wahrscheinlich. Und das erleichtert das auf jeden Fall, dass die hier sich einen Markt erobern können. Was in Indien gar nicht so einfach ist. Hier gibt es nicht irgendwie so ein Business wie bei uns in Europa. Es gibt keine Labels, keine Publisher. Dass man einfach durch die Clubs touren kann, das ist hier nicht so selbstverständlich. Aber sowas kann natürlich das erleichtern. Auch die bekannte deutsche Band Suidagra ist Entwicklungshelfer in Sachen Metal. Ihr Sänger Arkadius Antonik war selbst einmal Goethe-Resident in Bangalore und ist eine wichtige Figur für die lokale Szene. Es ist tatsächlich so, dass wir die Szene etwas beleben als Band, als deutsche Band, weil wir natürlich einen anderen Status haben. Wir kommen aus Deutschland, das heißt, man wird anders gesehen wie eine lokale Band. Und ich habe mich gerade gestern bei der letzten Show in Bangalore mit jemandem unterhalten, der in einer Metalband spielt, der gesagt hat, der ist heilfroh, dass wir hier sind mit Sudaka und 6-Städte-Show spielen. Und er erhofft sich dadurch, dass Sachen für die indischen Metalbands einfacher werden durch diese Tour. Und für mich ist es eine Ehre, wenn ich wie eine Art Metal-Botschafter was dazu beitragen kann. Suidagra war beim Battle Headliner in Indiens Metal-Hauptstadt Bangalore. Mit nur 4000 Fans ist Heavy Metal in dem Riesenland in einer Mini-Nische. Aber die Leidenschaft
ist gewaltig. Surakarta is fucking amazing, man. It's one of the best gigs I've ever been to in my life. I have to say, man, salute to them. Thanks for the whole crew to bring Surakarta down to India, man. It's fucking amazing. I hope, you know, India sees a new face. We want to see India as a land of metal. That's what we want. That's what our life. Heavy Metal ist durch das Wacken Festival und durch Bands wie Suidakra ein deutscher Kulturexport. Beim Metal Battle hat das Goethe-Institut gezeigt, dass auch eine Minderheit in Indien Gehör und Anerkennung verdient. Und mit ihren Residenten schaffen sie immer wieder neue kulturelle Verbindungen, die Wirkung zeigen. Bei uns in Deutschland, aber vor allem auch in Indien.